Perfektionismus erkennen und überwinden. Aber wie? Bezüglich dieses Themas möchte ich euch meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse teilen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich halt einfach über das Thema Perfektionismus reden, beziehungsweise auch in meinem Bezug, wie ich jetzt eigentlich Schritt für Schritt dabei bin, das mir abzugewöhnen oder beziehungsweise abzulegen, weil es doch für mich persönlich ein wichtiges Thema ist und das hat auch oftmals zur Folge, dass ich beziehungsweise auch viele andere Menschen eine geminderte Lebensqualität haben, weil sie sich da zu viele Gedanken gemacht haben und ich bin jetzt erst so richtig dabei, das seit dem letzten Jahr gut aufzuarbeiten und auch abzulegen. Das habe ich schuldig einerseits dem Gärtnern und natürlich auch dem Tai Chi. Davor, wo ich noch Richtung Abitur und Studium gegangen bin, also noch ein junger Schüler war und ja, mich mehr auf die Wirtschaftsinformatik und alles fokussiert habe, da war es eher anders. Da hat man mehr auf den Erfolg geschaut, auf den Leistungsdruck, immer die besten Noten haben, immer besser sein als der andere, also dieses Schwarz-Weiß-Denken und in die Konkurrenz gehen. Hauptsache man hat am Ende einen guten Job, viel Geld, einen hervorragenden Abschluss mit einem Dokument, was dir sagt, du hast anscheinend etwas Erfolgreiches in deinem Leben gemacht, bist besser als dein Freund, als dein Nachbar, als sonst irgendein Mensch. Und man hat sich halt auch dementsprechend damit definiert, wenn man sich dann eventuell dadurch einen besseren Job erlangen konnte, sich dadurch mehr Geld erhofft hat, sich vielleicht dann mehr leisten kann. Also man hat sich ja mit den Häusern, mit den Autos und mit den Abschlüssen definiert, hat sich damit geprahlt und das hat man halt dann versucht in dem Leben anzustreben und dann natürlich kommt auch die Kehrseite dieser Medaille, das hatte ich natürlich auch. Also ich war ein Einserschüler, meine komplette Abiturzeit und auch Studienzeit, da hat man auch die Kehrseite gehabt. Ja, was ist, wenn man jetzt mal einen schlechten Tag hatte? Die hatte ich natürlich auch. Dann ist es halt sofort diese Beurteilung oder Vorverurteilung wieder zu einem zurückgekommen und die Leute haben dann angefangen, in die Wunde sozusagen mit dem Finger reinzustechen beziehungsweise Salz nochmal reinzustreuen und haben das dann natürlich auch ausgenutzt. Und so hat dann sich auch eine gewisse Angst entwickelt. So, ja, ich darf nicht versagen, kein Misserfolg. Und man hat dann immer 110% gegeben, bis einfach der Druck und der Stress dann zu viel wurde und ja, man immer weniger Lebensfreude hat und auch hier die ersten Krankheitssymptome in jungen Jahren erlebt hat. Kein Mensch möchte als Versager, Nichtsnutz, Nichtskönner oder was auch immer bezeichnet werden, einfach ihn runtermachen und schlecht reden. Das habe ich leider auch vielen Menschen gesagt und erst als ich dann meine radikale Ernährungsumstellung zu schnell durchgeführt habe und mein Körper dementsprechend reagiert habe und ich mich natürlich auch für weitere wichtige Themen beschäftigt habe mit Nachhaltigkeit, Ernährung, unser Geldsystem, unsere Politik und alles, was da mit dazugehört, habe ich mich immer weiter sozial isoliert. Die Leute haben sich auch von mir entfernt, weil ich halt eine andere Lebensweise habe. Ich habe viel meditiert, ja, mich einfach für andere Themen interessiert und habe auch da meine Abneigung auch mit dazu gezeigt, weil ich auch versucht habe, mein Umfeld da mitzubekehren. Und ich habe ja halt auch dementsprechend die Antwort bekommen. Immer mehr habe ich mich sozial isoliert und dann habe ich halt auch angefangen, mein Studium abzubrechen, weil ich da auch keinen Sinn mehr gesehen habe und habe mich dann, ja, weil ich da das Gärtnern für mich entdeckt habe und da mehr meinen Sinn und meine Freude und meinen Spaß erkannt habe und deswegen bin ich halt auch zum Gärtnern gegangen, aber da habe ich halt immer noch meine alten Verhaltensmuster noch gehabt, also da wollte ich immer, ja, Perfektionist sein, also immer alles sofort auf Anhieb richtig machen
wenn mal Saat nicht aufgegangen ist oder die Pflanze eingegangen ist durch meine Fehler, habe ich mir halt auch stundenlang Köpfe gemacht, ja, warum ist es jetzt nicht geklappt, ja, so verdienst du auch kein Geld zum Beispiel und ja, warum klappt es bei dem und bei mir nicht? Dann hat man sich halt immer wieder Gedanken gemacht und ich konnte da auch damals noch nicht so richtig mit dem Misserfolg umgehen. Schlussendlich habe ich mich zu Anfang meiner Gärtnerzeit mich auch in diesen Konkurrenzmodus gesetzt mit mir, mit anderen Gärtnern, mit den Nachbarn, dass ich halt ja gesünderes und besseres Obst und Gemüse anbaue. Ja, dass ich dann auch so in die Richtung ja so erwerbsbaumäßig dann gegangen bin. Ja, ich muss dann auch schauen, dass ich genug Obst und Gemüse anbaue, dass ich das an den Nachbarn verteile, damit die mir vielleicht ein bisschen Geld geben, weil ich habe halt alles das freiwillig gemacht und das war dann für mich auch so eine Belastung, ja, noch kein Geld damit zu verdienen und dann immer so hektisch zu machen, ja, ich muss das anbauen, ich muss das anbauen, ich muss hier die Erde aufbereiten, damit meine Pflanzen, mein Obst und Gemüse gut anwächst und da ist man halt dann so richtig in einen Profi-Anbau gegangen, halt so mehr so konkurrenzmäßig, ohne Liebe, ohne Ruhe und Gelassenheit und da geht halt auch einem das Gärtnern beziehungsweise die Leidenschaft und Liebe, die dahinter steckt, geht dann auch schnell verloren. Das habe ich dann auch gemerkt und das habe ich dann jetzt immer mehr als die letzten Jahre auch erkannt, dass ich dann weniger Spaß dann damit habe, wenn ich nicht mit Liebe, mit Ruhe und Gelassenheit mein Ding einfach durchziehe. Und das hat mir auch das Tai Chi, welches ich seit einem Jahr mache, auch gezeigt. Also das heißt, dass man muss es sich einfach so vorstellen, dass ja, die Tai Chi-Ausbildung oder der Lebensweg mehrere Jahre oder ja, es ist einfach ein Lebensweg, nicht nur mehrere Jahre. Also das heißt, wenn man zum Beispiel einen Bewegungsablauf oder vielmehr eine Bewegung macht, die diese 10-mal wiederholt, dann ist vielleicht von diesen 10-mal höchstens eine gut, der Rest ist eigentlich für den Müll und man übt sich halt immer wieder das Gefühl für die Bewegungen zu erlangen, seinen Körper besser zu erforschen und das dauert halt auch einfach seine Zeit, diese Gefühle aufzubauen, dieses Körpergefühl zu entwickeln und das sagt ja auch immer mein Meister und der motiviert mich auch immer wieder dran zu bleiben, auch wenn man es 100-mal schlecht gemacht hat oder viele Fehler gemacht hat, von diesen 100-mal ist ein wirklich guter dabei, das versucht man sich abzuspeichern und versucht es einfach für die nächsten Übungen mitzunehmen und das ist ja auch ein Prozess, welches ich auch in der Permakultur jetzt hier in einem Projekt mitnehmen möchte. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt so hier mein Projekt. Ob ich erfolgreicher bin als ein anderer Garten-YouTuber, als ein anderer Permakultur-Designer oder als der Nachbar oder regionale Urproduzenten oder Biobauer hier in der Region, mag dahingestellt sein. Ich habe hier mein eigenes Projekt, habe hier meine eigenen Probleme, die ich zu bewerkstelligen habe. Die Grasnarbe zum Beispiel mit der Hand entfernen und da muss ich mich halt auch immer weiter üben, mich entwickeln, mich in der Vorzucht weiter beschäftigen, mich mit den Pflanzen beschäftigen und hier auch meine eigenen Erfahrungen machen. Und ich ja, sag auch persönlich, dass ich schon sehr viel erreicht habe im Tai Chi, im Gärtnern. Auch hier im YouTube-Kanal habe ich schon einiges erreicht, worauf ich eigentlich auch ziemlich stolz sein kann. Und ich werde einfach weitermachen und schauen, wo mich der Weg hinführt und ich werde mich einfach nicht runterkriegen oder erniedrigen lassen. Wie gesagt, ich habe vieles erreicht in meinen letzten 2 Jahren, worauf ich eigentlich ziemlich stolz sein kann und viele junge Menschen trauen sich sowas vielleicht nicht und ja, ich sag da mal für mich persönlich so, ja, einfach Hut ab und ich werde einfach weitermachen, weil es mir jetzt immer mehr Spaß macht, wenn man das auch mit Ruhe und Gelassenheit ja, seine Leidenschaften nachgeht und das ist auch ein wichtiges Prinzip für die Permakultur, sage ich mal, und das möchte ich euch einfach so auf den Weg geben.
geht alles mit Ruhe und Gelassenheit an. Das ist auch so ein kleiner Wandel, den wir einfach lernen müssen, den wir von der Schule gelernt bekommen haben, von Kindheit auf an, immer schneller, höher, weiter. Das müssen wir einfach ablegen und das dauert einfach seine Zeit. Und das ist halt für mich persönlich ein ernstes Thema, welches ich auch gerne ansprechen möchte. Und da wollte ich euch einfach so meine Erfahrungen und Sichtweisen mit euch teilen, weil es mich dann doch manchmal selbst sehr mit bewegt und ich mir auch sehr viele Gedanken darüber mache. Und es ist ja für viele auch ein ernstes Thema. Und wenn mal, also ein kleines Beispiel, wenn mal jemand Misserfolg hat und ich habe Erfolg in dem Bereich, zum Beispiel ich habe Erfolg in dem Melonenanbau, beim Nachbarn hat es jetzt nicht so gut geklappt, dann versuche ich ihn zu unterstützen, nicht damit zu prahlen, ihn runterzumachen und sagen, hey, ich bin besser wie du, was bist denn du für Nichtskönner, du hättest das beachten können. Dann sage ich einfach, hey, ich unterstütze dich, versuche mal gute Erde aufzubauen, nehmen wir uns die Zeit und schauen, wo die Fehler gewesen sind und dann bauen wir gemeinsam gute Melonen an, dann hat er eine Freude, hat er wunderbare Früchte, hat er eine erfolgreiche Melonenernte, ich habe sie schon sowieso und wir haben halt ein harmonisches Feld erschaffen. Und das ist halt eigentlich das Wesentliche, Spaß und Freude, Glück und Harmonie. Und das ist halt auch so ein Lebensweg oder ein Teil der Permakultur, den ich auch mit anstrebe. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir auch dieses Video gefallen hat. Wie gesagt, das ist ein bisschen ernsteres Thema, aber ich wollte es einfach mal ansprechen. In diesem Sinne würde ich mich auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren könntest und auch auf die Glocke drückst. Und wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich neue interessante Videos hier für mein Projekt euch mitteile. Natürlich kannst du auch unten in der Videobeschreibung Möglichkeiten finden, wie du mein Projekt und meinen Kanal unterstützen kannst. Das auch auf kostenlosen Wege zum Teil. Und natürlich freue ich mich auch auf eine Bewertung und einen Kommentar, wie du zum Beispiel so die Sache siehst, ob du mit meinen Sichtweisen auch harmonierst oder nicht und welche Erfahrungen du diesbezüglich gemacht hast. In diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Gartensaison und geht es einfach mit Ruhe und Gelassenheit an. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.